Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. In dieser Folge möchte ich euch eine weitere Möglichkeit zeigen, wie man ein Bild auf die Canvas bringt. Das ist fast genau dasselbe, was wir beim letzten Mal gesehen haben. Deshalb werde ich in dieser Folge euch auch noch zeigen, wie ihr das nicht mit einer Bilddatei aus eurem Computer oder von eurem Computer aus macht, sondern euch ein Bild aus dem Netz hochladet und das eben auf die Canvas mit hinaufbringt. So. Und bisher oder das letzte Mal hatten wir ja die Konstruktion eines neuen Bildes durch den Konstruktor New Image, dann die Zuweisung von einer Adresse auf eurem Computer und dann das Draw Image mit den linken oberen Eckpunkt. Und es gibt jetzt eine andere Möglichkeit, nämlich dass ich bei dem Draw Image noch die Breite und die Höhe angebe und dadurch das Bild größer bzw. kleiner machen kann und das eben unabhängig voneinander bei Breite und bei Höhe. So, und zudem werde ich hier bei der Bild.src, also bei dem Source der Quelle für das Bild, werde ich eine HTTP-Adresse angeben. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen in unser kleines Programm hinein. So, was die Adresse angeht, habe ich hier schon ja etwas rausgesucht. Wieder mal eine meiner Erdbeeren, die ich gelegentlich verwende. So, und wenn wir das hier abspeichern, so, dann können wir uns hier, so, das war unser ursprüngliches Bild, so sah es vorher aus und jetzt habe ich die Erdbeere eingefügt und jetzt sieht das so aus. Die Erdbeere ist wesentlich größer, das ist ein enorm großes Bild und das können wir jetzt oder sollten wir jetzt kleiner machen, um das sozusagen wieder an unsere kleine Größe von unserem Icon anzupassen. Und dazu gehe ich jetzt hier in dieses Brett.drawImage hinein und gebe einfach an, zum Beispiel die Pixelgröße, das müsste ich jetzt nicht machen, aber ich mache es jetzt einfach mal, die Pixelgröße von dem Icon, was wir vorher hatten, und das war 48 mal 48 Pixel. So. Und ich speichere das Ganze ab und lade es nochmal hier. So. Und jetzt seht ihr, ist die Erdbeere wesentlich kleiner, ja, ungefähr in der Größe von dem Zirkel und dem Lineal, was wir vorher hatten. Gut, so, das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ihr könnt natürlich auch die Erdbeere vergrößern. Wenn ihr ein kleines Bild habt, dann müsst ihr die auch vergrößern. So, da gibt es bestimmte Probleme, das ist natürlich klar, weil ihr, wenn ihr so kleine Pixel habt und vergrößert die dann auf 4 oder 9 oder 16 Pixel, also macht die wesentlich größer, als die an Farbe hergeben, dann wird das Bild verpixelt. Da gibt es auch eine Möglichkeit dazu, das zu korrigieren. Das zeige ich euch im übernächsten Video. Im nächsten Video möchte ich aber erst nochmal den Draw-Image-Befehl euch zu Ende zeigen und die dritte Möglichkeit, den zu verwenden. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.